Die vierte ist sensationell gelaufen, wobei auch die Challenges davor ja schon sehr, sehr viel an hochspannenden Startups, an hochspannenden Lösungen auch für uns gebracht haben. Und diese vierte hat sich natürlich sehr stark mit einem Thema beschäftigt, nämlich 5G. Und wenn sich fast 300 Startups weltweit für Lösungen bewerben einer Salzburg AG, dann zeigt es auch wiederum, wie attraktiv unser Unternehmen auch in diesen Bereichen ist. Das war jetzt der vierte Durchgang unseres Innovationsformats, die vierte Innovation Challenge. Ein Format, mit dem wir immer neue Technologien, neue Innovationen von außen auch ins Haus reinbekommen. Im Zentrum steht die Zusammenarbeit, Co-Creation-Prozess, Fachexperten unseres Unternehmens aus unseren Fachbereichen plus Startups. Die Startups bringen meistens eben eine neue Technologie, einen Use Case, eine Geschäftsidee mit und wir versuchen die gemeinsam dann umzusetzen. Die Jury hat sich dafür entschieden, es gibt einen definitiven Sieger. Das ist Smart Mobile Labs, Startup aus München, gemeinsam mit Experten aus unserem Haus. Da ist ganz spannend, die setzen sich mit 5G-Technologie auseinander. Und das ist ja auch ein Feld, das wir als Salzburger AG jetzt neu besetzen wollen. Ja, 5G Now ist ein Projekt, was wir gemeinsam mit dem Salzburgring machen. Da machen wir drei Anwendungsfälle mit 5G und in Verbindung mit Live-Echtzeit-Videos, die in 4K sind. Und da machen wir für mobile Kameras, für Security und für Events mobile Anwendungen. Naja, wenn man sich vorstellt, im Juli ist das Electric Love Festival und wir wollen da zum Beispiel mit Bodycams beim DJ mit dabei sein. Das heißt, er hat eine Bodycam um und man sieht ihn mischen und man kann sozusagen in Echtzeit, aber wenn man in der 100. Reihe steht oder noch viel weiter hinten, kann man über sein Handy, über sein 5G-Handy, kann man das live mitschauen. Die Zusammenarbeit war hervorragend. Das liegt auch daran, dass wir nicht weit weg sind. Wir sind im Münchner Süden beheimatet und von daher stimmt die Chemie sehr gut. Wir sprechen die gleiche Sprache und wir haben es nicht weit, wenn man mal Abstimmungsmeetings braucht oder neue Hardware testen will und so weiter. Das geht alles ruckzuck. Das war ein wichtiger Aspekt hier für das Projekt.